Der Herbst gestaltet sich meist trist und grau. Lange Strandspaziergänge werden in den kommenden Monaten durch gemütliche Couchabende ersetzt. Wem Netflix und Co. jedoch zu langweilig sind, der sollte unbedingt mal die Vorpommersche Landesbühne besuchen, denn auch im Herbst hat das Team wieder eine ganze Menge im Repertoire. Seit dem 16. Oktober wird Der Gott des Gemetzels aufgeführt. Für die aktuelle Bühnenversion hat sich Marco Bahr der Regie angenommen. Auslöser für das Geschehen ist die gewaltvolle Auseinandersetzung der Kinder zweier Ehepaare, die sich daraufhin zu einem klärenden Gespräch treffen. Aus einer anfänglich friedlichen Einigung wird nach und nach eine immer feuriger werdende Diskussion. Dabei kommen Lügen und Geheimnisse ans Licht, der Alkohol sorgt für den Rest. Die eleganten Wohlstandsmasken der Paare fallen endgültig. Gesellschaftskritisch werden hier die Gepflogenheiten und Sitten der gutbürgerlichen Bildungsschicht als tiefschwarze, bissige und humorvolle Boulevardsatire aufs Korn genommen. Man lernt Leute kennen und denkt, ja, alles in Ordnung. Und dann kommt ein Thema und schon fallen die Masken und es wird ein wahnsinniger Krach. Ob das nun das Thema Impfen betrifft oder Umweltschutz oder Gendern oder so. Es gibt so viele Themen, die wir gerade alle so bearbeiten und die selbst Familien zerreißen. Ja, der Brexit oder was auch immer. Ja. Und ich glaube, dieses Ja oder Nein, dieses schnelle Hin und Her, das ist der Gott des Gemetzels, den sie immer beschrieben hat, dass unsere Gesellschaft ganz schnell kippen kann in etwas Gewalttätiges. Ja. Und das beschreibt dieser Abend wunderbar an einem ganz kleinen Beispiel, was so oft täglich auf Schulhöfen passiert, dass Jungs sich kloppen, aus welchen Gründen auch immer. Und was daraus aber dann entsteht bei den Eltern zu Hause, ist einfach eine Farce dann. Wenn man es sieht, kann man drüber lachen. Aber eigentlich ist es ganz schlimm, dass wir uns nicht mehr normal unterhalten können. Und deshalb denke ich, es gehört auf die Bühne immer noch. Das Stück ist, auch wenn es bereits 2006 veröffentlicht wurde, immer noch aktuell. Regisseur und Schauspieler Marco Bahr hat zu dem Bühnenwerk eine besondere Beziehung. Er selbst spielte bei Der Gott des Gemetzels vor einiger Zeit in Greifswald mit, kennt den Text von Jasmina Reza also genau. Das ist also für mich ein wahnsinnig genauer Text. Also sie hat zum Beispiel, sie hat mal gesagt, dass sie an diesem Text, den sie so sich ausdenkt, so lange sitzt und um jedes Wort kämpft, was weggestrichen wird. Ja? Und das merkt man beim Lesen. Da ist kein unnützes Zeug. Und deswegen knallen Haltungen und so ganz stark aneinander. Und das macht das Stück so interessant. Ja? Es ist natürlich auch durch dieses konsequente so Aneinanderprallen von Meinungen und Haltungen und man sich erkennt, wird es so absurd, weil es so groß ist. Ja? Also so groß von den Temperaturen, die da auf der Bühne sind einfach. Und zu manchen Sachen traut man sich im Privaten gar nicht, es zu äußern, aber man kennt das Gefühl. Und hier sind dann Leute auf der Bühne, die dieses Gefühl einfach loslassen und das macht es auch unterhaltend. Ja? Wer jetzt also dachte, beim nächsten Theaterbesuch kommt schwere Kost mit ernster Stimmung auf ihn zu, der braucht keine Sorgen haben, denn Unterhaltung wird, trotz Botschaft, beim Gott des Gemetzels großgeschrieben. Ich glaube, hier ist etwas, was mit viel Unterhaltung, mit viel Humor gezeigt wird. Und ich glaube, dass Menschen natürlich Sachen erkennen und drüber lachen und rausgehen und ein schönes Gefühl haben. Aber es zeigt ganz klar was auf. Und dann muss jeder Zuschauer entscheiden, ob er es mitnimmt oder einfach nur als guten Abend weiterempfiehlt. Wer das Stück vielleicht schon kennt oder wen es nicht anspricht, der braucht nicht traurig sein, denn die Vorpommersche Landesbühne hat noch so viel mehr im Angebot. Für jeden das Richtige.